Was ab, Leute? Willkommen zum nächsten Teambuilding im OET. Wir gehen rein gegen Bore, Borealium, whatever, mit dem übelst geilen Logo. Ich feiere das Logo mega. Kann ich schon beim Vorhang gerade sagen. Ich liebe dieses Logo. Und ja, würde man sagen, wir schauen mal uns sein Team an. Und sein Team umfasst Kramor in der G-Max-Form, Necrozma, Filinara, Donarion, Toxicwack, Uhafnir, Frostetje, Morlord, Flampivian, Fuyal, Klavian und Schlinking. Ja. Ich bin ein bisschen im Stress, also wir ballern durch hier. Also, Kramor G-Max. Natürlich Kramor fett, aber ich finde das normale tatsächlich besser als das G-Max-Ding. Weil er sich mit dem G-Max-Mod nicht setupen darf, plus der G-Max-Move ist nicht unbedingt das Beste. Der Default halt. Und das Gute daran ist halt wiederum, dass sich meiste Leute, die ihn haben, dass sie meistens keine andere Recovery mitnehmen. Du hast ja quasi schon die GMX Recovery. Wenn die aber nicht zum Defaulten kommen, weil in der GMX nicht defaulten können, dann wird es halt nichts. Deswegen sind da vielleicht eher mal Chancen, dass mal Rocks liegen bleiben, wenn wir welche rausbekommen. Necrozma, ich habe Angst. Der könnte halt wieder richtig gefährlich werden. Wer sich erinnert an das Game damals gegen Ochsen in Season 2, als uns das Ding fast 6-0 hätte, weil Munich auch irgendwie einen Move getankt hätte. Ja, also der ist gefährlich. Für Inara, der muss aus dem Spiel genommen werden, wenn möglich, falls nicht so nochmal sowas passiert wie letzte Season gegen Shubi, als uns das Ding 6-0 hat. Weil ich mein Sakataka da eingelassen habe. Geil. Donarion, immer geil. Ich habe den tatsächlich noch nie gedraftet, glaube ich. Aber ist ein geiler. Toxicwack, so ein Mindshoop-Mon eigentlich. Sind wir bei dem immer gerne. Der ist aber halt tatsächlich auch geil, dadurch, dass der halt welche beide Richtungen spielbar ist. Der halt SD und Nasty Plot. Hat in beide Richtungen Prius, hat in beide Richtungen Steps. Der ist cool. Uhafnir, der ist auch richtig geil im Draftliegen. Schon weiß er mit dem Ding anschaut, weil es dabei ist. Kann die Folgen, hat Speed wie sonst was. Also der hat irgendwie 121 Base Speed oder sowas. 123, oh ne, 123 ist, glaub ich sogar. Der ist schneller als Taunty. So, das Spiel. Gute Coverage. Der hat einen Draco, den er droppen kann. Der hat Hurricane. Hat eben auch die Coverage, die er braucht mit Flamethrower und sowas. Der ist cool. Was det hier hatte ich tatsächlich in meiner Draftliga. Der ist cool. Ich feier den. Auch wieder relativ schnell, der kann spiken, der kann natürlich auch mal was mit Destiny Bond oder so rausnehmen. Der ist natürlich auch gefährlich. Morlord spielt er sich sehr, sehr gerne offensiv. Man erinnert an seinen Specs-Quacksire. Mal schauen, ob wieder einzelne Specs dabei hat oder was er auch gegen uns mitbringen wird. Flampivian, auch ein absoluter Böllermann. Siehe meine letzte NPBL-Season, wo ich zwar absolut scheiße war, der Boy aber richtig abgegangen ist. Fuyal, sehr ordentlicher Spinner, hatte Prio-Immunity, was halt auch einfach geil ist. Und ja, was soll ich sagen, der ist gut. Klavion kann natürlich auch wieder rumnerven, was er eigentlich immer macht. Und Schlinking ist der Schlinking, der ist fett und ich liebe ihn dafür. Sonst, also ich habe Angst vor Necrozma, das kann man schon mal sagen. Und der Kader ist relativ schnell. Was mir im Team bin ich schon mal gar nicht gefallen, weil mein Kader ja ein bisschen das Problem hat, dass irgendwie er nicht sonderlich langsam ist, aber irgendwie in der Peak geht es nicht wirklich gut. Also wir haben halt, unser drittschnellstes Mod ist Celebi. Machen wir es einfach so, wie es ist. Unser drittschnellstes Mod ist Celebi. Davor kommen Tauros mit 110 und Hydrage mit 150.000. Also ist ein bisschen schlecht verteilt. Also wir haben hier mit so Mons wie eben Uhafnir, Frostetje und so ein bisschen Probleme vom Speed her, weil die eben meine Mons auf Speed oder Speed teilen. Und man sowas halt ohne schwer abdecken kann. Dafür ist man gerade relativ bulky, heißt man kann die Sachen vielleicht auch einmaßen abfangen, aber ist trotzdem eben schwierig. Würde ich immer sagen, wie gesagt, ich bin ein bisschen im Zeitdrang, dann gehen wir schnell zum Team rüber, dass das Team eben auch fertig wird vom Kampf. Ja, wir fangen an mit Rotom. Und ich muss diesem Rotom nichts sagen, weil dieses Rotom genau das gleiche Set ist, was ich jede Woche dabei habe. Außer mit einem anderen Dev-Step wahrscheinlich wieder.
Es ist halt irgendwie zwar irgendwie langweilig, aber wenn Rotom so am besten funktioniert, sehe ich kein Problem, dann es so mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe kein Problem, Rotom so mitzunehmen, wenn es so funktioniert. Ich brauche nicht viel mehr als das. Der bleibt jetzt zwar ein Mordating, aber ich habe Celebi. Und so. Die, die ihn eben auch rausnehmen können. Also, hier ist Rotom. Wir gehen bald zu Lando, der ist Graf dabei. Wenn Kramer weg ist, macht er Arbeit. Dafür muss Kramer auch erstmal weg sein. Dafür habe ich eben dann Rotom. Rotom übrigens auch sehr gut gegen G-Max Kramer, weil er einfach nichts gegen Rotom machen kann. Lando, der kann eben auch mal einen Flamingo ohne Scarf mal raus. Also, der ausbildet natürlich auch alles mit Scarf jetzt. Sollte klar sein. Der macht guten Schaden, der kann mal U-Turn auf irgendwas. Das ist ja eine Sache, die bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert die letzten Wochen. Meine Volturn-Course hier mit Rotom, Celebi, Lando. Das haben wir ja vor allem zum Beispiel gegen Fletcher gesehen. Das ist sehr gut funktioniert hier. Einfach jetzt den Voltwechsel, U-Turn. Und einfach durchgängig Chip verteilen und so weiter. Und wir hoffen mal, dass es wieder funktionieren wird. So, als nächstes haben wir natürlich unseren Kuchen dabei, weil der Kuchen einfach gut ist. Und auch mal ein bisschen was wegbulken kann. Was natürlich auch mal praktisch sein kann in dem Matchup, weil da auch ein paar Böllermänner stehen. Wir spielen keinen Speed, weil wir eigentlich nicht brauchen für irgendwas. Also die Sachen, die wir mit Speed ausspeeden könnten, die spielen eh meistens Full Speed. Und die Mons, die langsamer sind als wir, die spielen keinen Speed. Heißt, wir einfach Full Modest und Böllern. Und das halt, ja, nehme ich mit. Dann natürlich auch Zauberschein eben für fast alles. Psychoschock noch für Toxic Quark und Magieflamme für zum Beispiel Kramer oder Donarion oder Frostetje oder Froyal oder Klefki, eben dass die ja nicht so safe reinkommen. Ja. Und dann geht's mit Heatran, der vor allem dabei für das Ende so, dass es Kramer nichts macht, weil der will keine Eruption fangen. Der hat gute Kramer. Der kann auch mit einer Eruption allgemein guten Schaden verteilen, wir sind schneller als viele Sachen da auf dem Feld. Ich kann ein bisschen Mord hängen, aber ich kann eh Mord eh nichts machen, da muss ich eh rausgehen. Wir spielen eine Kampfbeere, weil ich damit meinen Toxic-Faktor hier schon bleiben kann und den dann, dadurch, dass er Trockenheit hat, halt safe killen kann. Toxin haben wir auch für Mord dann eben und für sowas wie eben noch Felinara oder Necrozma, falls es ein defensives Necrozma ist. Und dann natürlich auch den Rocks, weil ich will Rocks haben. So, Tauros. Typisches Tauros eigentlich, also Full Offense. Wir können hart spielen, weil bei Tauros in diesem Speed hier zwischen Frostetje und Flamidian hängt, was er hat. Und ich sehe Frostetje in dem Matchup nicht unbedingt, weil ich Heatran habe und das macht gegen Heatran halt nichts. Also kann ich hier eigentlich Tauros auf Element spielen und bin schneller als Flamidian. Und kann dadurch hart spielen. Finde ich eigentlich ganz geil, weil hartes Tauros besser als frohes Tauros vom Damage her, logischerweise. Noch ein Toxin für eben Morlord, für Silvian und so weiter. Und dann noch unser Mon gegen Necrozma. Und die Frage ist schon, was ist das da unten? Ja, wir spielen Abgesang. Ich rechne hier vor allem mit so einem speziell offensiven Necrozma. So Weakness, Policy, Autonomie und dann Sword Power, Yalla. Da wahrscheinlich noch irgendwas. Ich glaube, ich kann irgendwie noch Aura Sphere oder so noch gegen Natara. Also nehme ich hier Celebi mit, was die Moves, die Necrozma spielt, relativ gut tanken kann. Ich kann Zauberschein, ne? Ja. Was die Moves eigentlich einigermaßen gut abfangen kann. Und damit Abgesang nicht verhindert, dass Necrozma hier nach Setup noch lange auf dem Feld stehen kann. Weil Abgesang, wie man weiß, hält 3 Runden. Also geht 3 Runden, nach der dritten Runde sind beide Monster auf dem Feld, zu der Zeit waren tot, wenn sie noch auf dem Feld sind. Heißt, wenn die Crossman-Setup rausbekommen, kann er maximal 3 Runden damit irgendwas machen und ist dann tot. Ja, und das kann uns natürlich sehr gut weiterhelfen in der Situation. Ja, das ist die beste Variante, die ich theoretisch gegen die Crossman mitnehmen konnte, weil ich habe nichts, was den groß umböllert. Hüter gehen macht dem auch nicht sonderlich viel, wenn ich den Scarf oder wenn ich den Specs und dann ist die Crossman auch plus 2 eh schneller. Nach Tara frisst halt auch von, also wenn er physisch ist, eine Kreuzschere, wenn er speziell ist, ein Dazzling Beam auf plus 2 macht er auch guten Schaden. Und ja,
Dann sehe ich halt, bin ich mit Sabi mit Abgesang so die beste Variante, den auch irgendwie rauszunehmen zu können, wenn der eine Weakness Policy drin hat. Wenn keine Weakness Policy hat, krieg ich den gehandelt. Aber wenn der Weakness Policy drin hat, muss ich den irgendwie rausphasen, dass der nicht zu viel Schaden anrichten kann. Und ja, ich würde sagen, das war es mit einem relativ kurzen Teambuilding hier. Wie gesagt, sorry, ich bin hier ein bisschen im Stress und sowas. Und ja, wir sehen uns dann morgen beim Kampf gegen Bora. Viel Spaß bis dahin und viel Spaß auch morgen mit den ganzen anderen Kämpfen. Und tschüss.